Hi, willkommen zu einer neuen Folge Aeterna Noctis. Wir haben ja letztes Mal Schlüssel Nummer 5 von Goblin König bekommen. Und das heißt, wir können eine weitere Tür hier im Königstempel machen. Hoppala. Oh. Okay, da ist eine Barriere. Von der anderen Seite wahrscheinlich komme ich daran, ne? Ja, wahrscheinlich. Hoppala, das war die falsche Taste. Es wird ein bisschen abgefragt, was ich bisher gelernt habe. Aber noch nichts Kritisches. Hoppala. Oder schaffe ich das so? Ich mach's mal lieber so. Uff, uff, uff. Ah, dann werde ich hier. Warum habe ich das eben eigentlich so kompliziert gemacht? Ich kann da eigentlich hier einfach hochdashen. Ja, ein bisschen zu weit. Und zack. Alles machbar. Was? Da bin ich nicht hingekommen. Okay, jetzt muss ich ein bisschen Heilung nehmen, ansonsten sterbe ich. Es ist teilweise auch sehr wild, ne? Ja, da muss ich mit den Doppelsprüngen ein bisschen im Timing aufpassen. So. Dash genau rein. Ist eine super Idee. Ich muss da ein bisschen. Warte. Was genau wollen die hier von mir? Dass ich nach unten der. Ich weiß nicht, was genau von mir wollen. Weil da kannst du ja nicht durchdashen. Das war zu langsam. Nein, ich habe nicht getroffen. Ich denke, sowas in der Art wollen die von mir. Ja, jetzt habe ich den Pfeil nicht gewechselt. Ich hätte getroffen. Ich habe doch genauso geschossen wie eben. Jetzt habe ich den Pfeil wieder nicht gewechselt. Und ich habe keinen Heiltrank. Ah! Alter, Alter, Alter! Es wird asozial, okay, es wird asozial. Es wird sehr asozial. Nicht getroffen. Wieder nicht getroffen.
Alter, du musst so schnell in der Reaktion sein. Okay. Das. Okay. Ich habe das Seelenfragment erhalten, aber ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich gehe mal runter. Okay. Scheint richtig zu sein. Ich gehe mal hoch, um zu ergründen, ob hier vielleicht was ist. Ist das... Ja, das ist da, wo ich schon war. Okay, es wird wieder ein bisschen harmloser. Die Assi-Pfeilstelle ist vorbei. Das Fragment habe ich schon mal. Okay, jetzt hört's auf mit harmlos. Es geht eigentlich, ne? Ah, das war zu früh teleportiert. Das auch. So. Nächster Kontrollpunkt. Ah, das geht noch vollkommen. Klar, da habe ich einen Fehler gemacht. Das ist aber nicht so krass wie das Fallgeschieße. Hier kann ich einfach rüber. Ich weiß gar nicht, wozu ich die Plattform da unten brauche. Ja, super. Jetzt halte ich mich mal besser ein bisschen auf. Oh. Oh. Ich glaube, das wird so gemacht. Ich muss den richtigen Winkel erwischen. Oder krieg ich den so hin? Nein. Nein! Ja, das ist ziemlich fies. Ich will erst ein extra Leben. Okay. Ich lebe. Es wäre geiler, wenn ich den von hier treffen könnte. Aber das kriege ich irgendwie nicht hin. Jetzt bin ich dagegen geflogen, ne? Von wo? Das ist ein bisschen nervtötend, dass die Kontrollpunkte immer ein bisschen weiter weg von diesen Assi-Stellen sind. Ja, ich treffe das schon. Das wollte ich nicht treffen. Schon so gut wie geschafft. Was ist da passiert? Ich bin durch die Plattform durchgeglitscht. Ah, es hat nicht so gut funktioniert. Mann, du sollst schräg schießen, Alter! Ja.
Und das verkacke ich dann immer. Das ist höchst assi. Das muss ich festhalten. Das ist super assi. Sag mal! Ja, jetzt habe ich den Dash verbraucht. Also ich finde, Tür 6 war einfacher. Mann. Schieß doch schräg nach oben, Mann. Ich drücke das, aber er macht es nicht. Ja. Bin ich schnell genug? Nein! So! Und jetzt hab ich's! Ja, und was gibt mir das jetzt? Was für eine Fähigkeit habe ich denn jetzt bekommen? Ja. Muss ich dann im Video nochmal nachgucken? Ja, das mit der Fähigkeit finde ich nach wie vor merkwürdig. Es sah so aus, wie diese Dinger, wie diese Pfeile ich bekommen habe, aber da man anscheinend nur maximal 3 haben kann, habe ich vielleicht nichts bekommen. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir das im Video nochmal angucken. Ne? Auf jeden Fall machen wir jetzt hier links weiter. Da hat sich ja die Tür nach dem Boss geöffnet. Oh, Wüste! Das nenne ich mal... Das sieht richtig gut aus! Aha. Boro darako ito infinagua costo. Rairo tal system queda nemastero con. Aber du bist ein Roboter. Tasite omego daga neda sisto kora otai. Dakinetama oda sameru meka? Nesta kotagua darako dorite. Guri de kera o mas que tora sito? Niko se aya ni kera doma tu kaira god. Orite, Kaboru. Quedo, Kaboru nestaka, no daste mokai getaro, tu komada te costoro. Tikora odo meka dakaro, site no onokate. Isa mastero kanaga bondataro. Enna coronado ta, ne madamao, karo wate estasito. Sorota meka, ne isa taukeru sonaga infinagua costo. Sikune, korawa sera rairo da system. Isa master mi karanes. Kurasato, oma takoro darakoita. Oh, takadora, nage wokistero. Irokaro, te kawanes ya. Du willst mir jetzt nicht deine Lebensgeschichte erzählen, oder? Isa tao de karo sora onite kinde. Anscheinend doch. Sanako des, boro tamirasiro. Timo de karo kane wanagui. Oh, isa tao naga. Rairo da system, te kuma endor. No quiere notar que Sata de Stara es Abatoro Nataisonke. ¿Mutterschiff? Nequista notaraka
Ende der Welt, okay. O tire maisake. Estara neukero daisa mastero endoro. Ikea nesuro karata rairo siston nekaburo. Usameno taira. Naigo no kero mitasare. Kirite, o doman esta. Oregu onata isonke. Niro isa mastero kanari mo endoro, ketaro yonaman esta. Uata no, ite kurasai, nada no mora eto. Isa mastero konara natai, sora gaua no ketaramez. Kora metawa in site. Oh, isa taunaka, uste managare isto karo. Boka ponedona. Westküste unter Wasserfestung, Wiege des Lichts. Ich lasse ihn erstmal in Ruhe. Kareguana. Nomasetaro. Mal, hier geht es ja wahrscheinlich nicht weiter, ne? Oder? Kann ich das zu Fuß? Ich kann auch zu Fuß gehen, ne? Also ich muss den Zug nicht nehmen. Ich muss jetzt nämlich erstmal einen Kartografen wiederfinden, so wie es aussieht. Oder ist hier jetzt gar nichts und man... Das ist ein Bahnhof, lol. Hier ist auf jeden Fall ein Thron, das ist schon mal was Gutes. Der Hintergrund ist so genial. Kartograf, mein Freund. Du willst 45.000? Ja, ich hab fast 45.000. Ja, ich muss gerade das restliche Geld mir holen. So, dann können wir uns die Karte jetzt holen. Ich hab genug. Ja, ja, ist gut. Halt's ab, Schneider. So, das ist die Frage allerdings, was genau mir jetzt aufgedeckt wird. Es werden mir, by the way, das habe ich jetzt schon gesehen, alle drei Fragmente angezeigt. Da oben ist eins, weiter oben links ist eins und unten ist noch eins. Aber wir werden einfach hier weitergehen. Beziehungsweise, da geht es nicht weiter anscheinend. Okay, der Zug ist an... Hä? Was sind das für Plattformen? Ich wollte gerade sagen, der Zug ist vielleicht zwingend notwendig, um da hinzukommen. Aber ich habe mir ja noch hier jetzt eine Karte gekauft. Vielleicht für das Gebiet, wo es hier hochgeht. Das ist fies. Da habe ich zu spät geschaltet. Okay, geschafft. Es geht hoch in den Himmel hinaus, würde ich sagen. Sehr hoch in den Himmel hinaus. Ich würde fast sagen, das geht zu den lilanen Fragment. Ah, das schaffe ich nicht. So. Aber vielleicht auch ganz woanders hin. Nein, 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 nein! Ja, das ist es nämlich. Wenn du runterfällst, ist das unglaublich bitter. Dann darfst du die ganze Chose nochmal von vorne machen. Ach, komm schon. Ich finde, diese durchsichtigen Plattform hätte es hier nicht gebraucht. Finde ich ganz ehrlich.
Bin ich an der anderen Plattform abgeprallt? Ich glaube es nicht! Vielleicht mache ich so. Einfach. Ich hab den Doppelsprung nicht verbraucht! Könnt ihr mir nicht erzählen! Das nervt mich langsam. Das war knapp. Ihr seid solche Arschgeigen! Ja, den konnte man erst später sehen. Das war wieder sehr fair. Ey, hört auf. Das muss doch nicht sein. So, ich bin irgendwo gelandet. Mal gucken. What? The hell? Enigma 22. What the fuck? Izuka ne wakate. Yoroma oraku oise. Ukasi tokoro naske isato doku naga urakuo tempara. Minaro, kistora manegua otasi kanoga seta kotare. Karomase ito urakuo tempara. Ontanare ni fuse edi. Esata umaro katesisima urakuo ema. Takasi oname korota ternes. Esata umase nakema. Aha. Der Tempel der Wahrheit. Ich muss die Pfeile der Wahrheit benutzen, um das Orakel zu finden. Habe ich... ich glaube, ich habe diese Pfeile. What the fuck? Es gibt keinen Rückweg. Hier ist eine Barriere. Wie komme ich wieder zurück? Ach so, die blauen Pfeile sind die Tempel. Ja, schön, aber... Ach, da oben ist eine Lücke, okay. Was? Der Dungeon wird mich abfacken. Der Dungeon wird mich abfacken.
Der Dungeon wird mich so abfacken. Aber da ist das Fragment, ne? Und wo ist das hier? Wo ich eben gestartet bin? Das ist hier. Wo ist denn das, wo ich mich geportet habe? Das ist... Da war das. Aber dass ich nicht zurückkomme? Was soll der Scheiß? Und vor allem, da ist ein Kontrollpunkt. Ich hätte mich nicht mehr sterben lassen. Okay, dann wären die Seelen weg gewesen. Das wäre sowieso keine gute Entscheidung gewesen. Da ist ein fucking Gegner! Ich fass es nicht! Ich hasse diesen Ort. What? Hilfe! 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 Ich werde diesen Ort nicht überleben. Aber ich habe eine Karte dafür. Okay, da ist eine Schatzkiste. Okay, da kann ich durch. Das ist schon mal was Gutes. Da habe ich nämlich potenziell die Möglichkeit, hier wegzukommen. Ich bin ehrlich mit euch, ich will hier nicht sein. Nee. Auf keinen Fall will ich da sein. Dann nimmt man einen beschwerlichen Weg nach... Um da hinzukommen. So, was ist... Da sterbe ich, okay. Okay, hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Das heißt, wir dürfen den Zug benutzen. Der bringt uns ja an drei verschiedenen Sachen hin. Hier öffnet sich die Spielwelt also wieder ein bisschen. Man hat mehrere Möglichkeiten. Man kann quasi zum Fragment seiner Wahl hin. Es fehlen ja noch drei und drei werden mir auch auf der Karte angezeigt. So. Ich möchte gerne in die Unterwasserfestung. Das klingt doch interessant. Auf den Palast da am Himmel. Den werde ich zum Schluss machen, ne? Also, das ist ja Hölle. Ich sehe bloß das Problem, dass ich jetzt für den Unterwasserpalast keine Karte habe. Alter, Soundtrack, der ist gut. Gefällt mir. So. Oh, wird die Karte tatsächlich mit aufgedeckt hier? Warte, ich gehe mal ein paar Schritte. Wir sind am Ende der Folge zwar, aber... Das interessiert mich, deswegen war die vielleicht auch so teuer. Nein, ist verschleiert. Und wenn ich jetzt hier wieder weggehe, ist das auch verschleiert, ne? Ja. Ah. Das ist ärgerlich. Okay, dann muss ich bis zur nächsten Folge ein bisschen Geld farmen, beziehungsweise ich muss den Typen finden. Wo der hier überhaupt ist.
Und dann machen wir hier weiter, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.